So, hallo liebe Freunde, zurück. Wir waren beim Thema Triumvirat. Drei mächtige Leute teilen sich die Macht in Rom. Die Verfassung ist noch intakt. Der Senat und das Volk beherrschen weiterhin Rom. Aber es gibt eben den Zusammenschluss von drei mächtigen Männern mit unterschiedlichen Interessen. Ich muss jetzt allerdings gestehen, in der Präsentation, in der vorhergehenden, ist mir ein Fehler unterlaufen. Das hier ist nicht Pompeius, das ist Antonius, der kommt später noch ins Spiel. Das hier ist Pompeius, tut mir sehr leid, habe ich verwechselt. Also das ist Pompeius, derjenige, der im Osten so triumphal gesiegt hat und sehr reich zurückgekommen ist und nach der Rückkehr nach Rom zusammen mit Crassus und Caesar den Triumvirat bilden und sich die Macht aufteilen. Was passiert nun weiter? Wenn wir hier unsere kleine Europakarte anschauen, einigen sich die drei mächtigen Männer nun im Hinblick auf die Verteilung ihrer Beute. Was passiert? Caesar bekommt als Prokonsul den Süden Galliens unter seine Herrschaft. Der Pompeius kriegt Spanien unter seine Herrschaft und der Crassus bleibt in Rom und manipuliert die Steuern, sodass er immer reicher wird. Pompeius bleibt allerdings tatsächlich in Rom zurück und lässt Spanien verwalten von seinen Getreuen. Gut, sie haben jetzt alle ein Mandat bekommen, also Pompeius wie gesagt in Spanien, Caesar in Gallien und Crassus begnügt sich damit weiter Geld zu scheffeln. Wenn so ein Beamter geschickt wird in die Provinzen zur Verwaltung, dann bedeutet das, er ist nicht anklagbar während dieser Zeit, er ist immun. Also keiner kann gegen ihn Anklage erheben, ihn anklagen, dass er bestraft wird oder sein Vermögen eingezogen wird oder sonstige Dinge. Denn wie gesagt, ein Beamter im römischen Staat ist immun. Kehrt er aber zurück aus seiner Provinz, die er zu verwalten hat, und gibt sein Amt zurück, in dem Augenblick wird er anklagbar von seinen Feinden. Anklagepunkte sind zum Beispiel im Römischen Reich, dass man Steuern hinterzogen hat, dass man verschiedene Verbrechen begangen hat in den Provinzen und das wird natürlich von den politischen Feinden dann immer genutzt. Alle harren darauf, dass derjenige, den man zum Feind hat, sein Beamtenamt wieder zurückgeben muss und dann verklagt man ihn vor den Gerichten und versucht, ihn in den Schmutz zu ziehen. Nun hat natürlich dieser Triumvirat, dieser drei mächtigen Männer, sich große Feinde gemacht. Ein Feind zum Beispiel ist Cato. Cato ist im Grunde genommen jemand, der die alte Verfassung bewahren will in Rom, der alten Traditionen nachhängt und dem es ein Dorn im Auge ist, dass Caesar damals vor dem Triumvirat als unter Einschaltung des Volkes den Senat überstimmt hat und Pompeius ermöglicht hat, seine Veteranen rund um Rom anzusiedeln. Also Cato ist ein geschworener Feind von Caesar. Und alle diese Feinde warten nun darauf, dass die Prokonsuln, also die Beamten mit Befehlsgewalt in den Provinzen, nach Ende ihrer Amtszeit nach Rom zurückkommen werden und dann werden sie gnadenlos vor die Gerichte gezerrt, im Hinblick auf ihre vermeintlichen und tatsächlichen Verbrechen, die sie in den Provinzen begangen haben. Also, Caesar hängt rum in Gallien. Wir kennen Caesar hochmütig, hochfahrend, stolz und ruhmsüchtig. Der will natürlich mehr. Er provoziert hier in Gallien, also in Südfrankreich, provoziert er Konflikte mit dem gallischen Stämmen, den französischen Stämmen und sucht im Grunde genommen mutwillig einen Grund, Krieg zu führen und Gallien zu erobern. Also er provoziert die umliegenden Stämme so lange, bis die Rom und ihm als Prokonsul in Südgallien den Krieg erklären und dann, er war tatsächlich ein gnadenloser Feldherr, ein sehr guter Feldherr, er schafft es Stück für Stück ganz Gallien zu erobern. Ihr kennt es, zumindest meine Generation kennt es aus den alten Asterix-Filmen, ganz Gallien ist erobert bis auf ein kleines Dorf im Norden, Asterix und Caesar. Dies ist die Geschichte letztlich
von der Eroberung Galliens durch Caesar, das hier in dem Comic dargestellt wird. Also im Jahre 57 erobert Caesar, man spricht auch hier von einem Völkermord, letztlich ganz Frankreich, das damalige Gallien. Nun, nachdem also Caesar Gallien erobert hatte, geht es jetzt darum, was passiert eigentlich mit dem Osten? Hier sind ungeheure Reichtümer weiterhin zu verdienen. Wer soll nun, nachdem hier Pompeius Spanien erst zugewiesen hat, wer soll nun im Osten regieren, in der heutigen Türkei? Darum streiten sich Crassus und Pompeius. Crassus hat inzwischen gemerkt, Mensch, nur hier Geldgeschäfte machen im Rom, als Kreditgeber fungieren und Kohle reinzuziehen, bringt mir nicht so viel, wie wenn ich in einem fremden Staat einfalle und den ausplündere bis auf die Knochen. Also Crassus und Pompeius streiten sich drum, wer wird denn als nächstes in den Osten geschickt, wo unermessliche Reichtümer und damit auch Macht lockt. Dieser Streit bricht in Rom aus. Crassus und Pompeius versuchen natürlich, ihre Parteigänger, ihre Klienten, ihre Anhänger zu mobilisieren, damit der Senat das Mandat vergibt für den Osten. Das kriegt natürlich auch Caesar mit, der hier rumtobt in Gallien, in Frankreich. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn sich zwei von den dreien, die sich geeinigt haben, die Macht zu teilen, streiten, ist denn dann dieser Triumvirat, diese Übereinkunft von drei mächtigen Herren am Ende? Alle Welt in Rom spekuliert, das ist das Ende des Triumvirats. Pompeius und Crassus streiten sich um den Osten. Dann passiert aber Folgendes. Caesar kehrt zurück hinter die Alpen nach Norditalien. Das war noch Teil seines zugewiesenen Amtsbereichs. Und dort geht als erstes im Jahre 56, trifft sich Caesar mit Crassus. Die besprechen in Ravenna geheime Dinge. Crassus kehrt zurück, Pompeius trifft sich ebenfalls mit Caesar am Rande der Alpen und auch die besprechen geheime Dinge. Was ist also passiert? Es zeigt sich, dass der Triumvirat eben noch am Leben ist. Trotz des Interessengegensatzes zwischen Crassus und Pompeius, die sich um den Osten balgen, haben sich drei dann in Norditalien zusammengetroffen und haben eine Machtverteilung beschlossen. Die Machtverteilung lautet, Caesar bleibt weiter für 5 Jahre, kriegt er ein neues Mandat für Gallien. 5 Jahre lang ist er praktisch immun, kann also nicht angeklagt werden. Crassus kriegt den Osten für 5 Jahre zugewiesen. Und Pompeius kriegt weiterhin Spanien für 5 Jahre zugewiesen. Also weiterhin der Triumvirat, die Aufteilung der Macht in Rom ist stabil. Caesar, wie gesagt, in Gallien, Pompeius kriegt zugewiesen Spanien und in den Osten wird Crassus geschickt. Crassus verspricht sich dadurch natürlich eine Ausbeutung dieser unermesslich reichen Königreiche, die es im Osten noch gibt, und will dadurch seinen Reichtum und damit seine Macht aufrechterhalten bzw. ausbauen. Crassus bricht dann im Jahre 55 bricht er dann hier auf und geht in den Osten, um dort zu kämpfen. Pompeius, der weiterhin Spanien verwaltet, sozusagen von Rom aus, Spanien ist langweilig, er bleibt in Rom. Pompeius macht wahnsinnige Spiele in den öffentlichen Arenen für das Volk, weil wer das Volk amüsiert, ist sich auch sicher seiner Anhängerschaft. Also vollführt er enorme Spiele. 20 Elefanten werden in die Arena geschickt und geschlachtet. Paviane aus Afrika werden eingeführt und im Zirkus vorgestellt und auch wohl zu kämpfen aufgestachelt, sodass also enorme Spektakel stattfinden im Zirkus, wobei die Sache mit den 20 Elefanten ist wirklich tragisch schiefgegangen, nämlich die Bevölkerung von Rom, als sie dann sah, wie diese 20 Elefanten abgeschlachtet wurden in der Arena, war tief betrübt über das traurige Schicksal dieser Elefanten, und statt nun Pompeius zu bejubeln, haben sie ihn letztlich ausgepfiffen
Und also der Schuss ging nach hinten los. Jedenfalls Pompeius veranstaltet Pomp und Spektakel in Rom. Und Crassus hier im Osten denkt sich, als nächstes muss ich also weitere Länder erobern und führt dazu seine Legion in Richtung des Königreichs der Parther. Die Parther war ein Reitervolk aus Persien. Die saßen also auf Pferden und haben vor allem mit Bögen gekämpft. Während man sich die römischen Legionen eher ein bisschen schwerfällig vorstellen muss. Das waren gepanzerte Ritter, mehr oder weniger mit Speeren und Schwert. Und die Reiterei in der römischen Armee war eigentlich relativ untergeordnet. Zwar waren die Reiter eigentlich früher die Adligen in der Armee, aber das ist immer weiter zurückgegangen und insofern hatten die römischen Legionen einen Nachteil. Sie waren nämlich in der Reiterei sehr schwach aufgestellt und was natürlich passierte, war vorherzusehen. Die parthischen Reiter haben die römischen Legionen in der Schlacht von Carrhae dezimiert, indem die einfach nicht sich eingelassen haben auf den Nahkampf, sondern von der Ferne die römischen Legionen mit Pfeilen beschossen haben. Und am Ende kamen dabei dann raus 20.000 Tote und 10.000 Gefangene und die totale Niederlage der römischen Armee. Crassus wurde in dieser Schlacht getötet. Ich glaube, die Geschichte ist die, dass die Parther seinen Schädel abgeschlagen haben und mit Gold aufgefüllt haben, mit siedendem heißem Gold, so als Zeichen für die Gier der Römer insgesamt, die eigentlich alle unterjochten. Hauptsache, sie kriegen genug Geld. Gut, also das ist die Verteilung. Crassus ist aus dem Spiel, der ist geköpft, den können wir abschreiben und hier dann im Grunde genommen auch abnehmen. Der hat sein Schicksal, den hat sein Schicksal ereilt, der war zu gierig, wollte zu viel und seine Gier ist letztlich bestraft worden im heutigen Persien, am Euphrat, also eher im Irak. Gut, wir schreiben das Jahr 53 vor Christus. Inzwischen gibt es in Rom bürgerkriegsähnliche Zustände. Banden bilden sich und bekämpfen sich gegenseitig. Politische Parteien heuern Schläger an. Also es sind wirklich katastrophale Zustände, sodass so zum Beispiel auch das Senatsgebäude bis auf die Grundmauern abbrennt. Also Aufruhr und Krawall in Rom. Was dagegen tun? Wir erinnern uns an Cato. Cato, der alte eingeschworene Feind von Caesar, der ihm immer noch sauer ist, dass Caesar als Adliger das Volk mobilisiert hat gegen eine Senatsentscheidung, wartet natürlich nur darauf, dass er endlich das Mandat von Caesar in Gallien beendet wird und er ihn dann vor Gericht zerren kann und ihn anklagen kann und dann günstigstenfalls aus seiner Sicht in die Verbannung schicken kann, sodass er Caesar los ist. Da kommt natürlich Cato auf die Idee, naja, wenn ich Caesar wirklich bekämpfen will, muss ich mich mit dem Nächststarken verbünden, nämlich mit Pompeius. Der Triumvirat, haben wir ja gesehen, ist im Grunde genommen ein Zwei-Mann-Bündnis geworden, weil der Dritte im Irak, in Persien, gefallen ist. Also verbündet sich Cato, versucht es, sich mit Cato zu verbünden gegen Caesar. Cato schlägt Pompeius vor, gut, wir geben dir besondere Vollmachten, du darfst sogar mit deinen Soldaten, wir erinnern uns an die Veteranen, die rund um Rom angesiedelt waren, du darfst mit deinen Veteranen nach Rom einmarschieren und für geordnete Zustände sorgen und sozusagen die bürgerkriegsähnlichen Zustände in Rom beenden. Er bietet Pompeius an, Konsul zu werden. Wir haben gelernt, es gibt immer zwei Konsule, aber Cato und der Senat beauftragt Pompeius als alleinigen Konsul. Das ist ja praktisch fast wie eine Diktatur, wo nur einer herrscht, mit der besonderen Vollmacht eben den Bürgerkrieg in Rom niederzuschlagen. Pompeius nimmt das Mandat an, marschiert mit seinen Veteranen nach Rom rein und macht kurz einen Prozess mit der gesamten Unordnung, die in Rom entstanden ist. Dann aber ist, haben wir natürlich die Situation, Pompeius ungeheuer mächtig, also als alleiniger Konsul könnte nun die Macht vollkommen an sich reißen und auch seinen alten Mittriumvir, Caesar, eigentlich entmachten. Aber Pompeius
entschließt sich nicht, die Macht zu ergreifen, sondern wählt freiwillig oder lässt freiwillig seinen zweiten Konsul dazu wählen. Also er versucht, die alte verfassungsgemäße Ordnung wiederherzustellen, obwohl er jetzt in der Hand hätte, die Macht in Rom zu ergreifen. Nun ist natürlich die Front eine andere. Wir haben Cato, wir haben Pompeius und beide wollen die alte verfassungsmäßige Ordnung sozusagen aufrechterhalten, während wir hier in Gallien mit vielen Legionen ausgestattet Caesar haben, der demnächst wieder zurückkommen muss nach Italien und da natürlich auf eine Front trifft aus Pompeius und Cato mit dem Senat, der ihn im Grunde genommen das Leben zur Hölle machen kann, wenn er aus Gallien zurückkommt. Und demnächst muss er auch aus Gallien, weil sein Mandat eben, das für 5 Jahre war, endet. Caesar will nun ein Gesetz einbringen, das sagt, er kann ohne Rückkehr nach Rom und ohne Aufgabe seines Amtes Konsul in Rom werden. Bedeutet natürlich, wenn er aus einem Amt, das ihm Immunität verschafft, direkt in ein anderes Amt wechseln würde, ohne Unterbrechung, könnte man ihn nicht anklagen wegen den Vergehen, die er in seinem alten Amt gemacht hat, weil es keine Zäsur gibt, wo er sozusagen wieder Bürger wird und damit anklagbar. Dieses Gesetz will Caesar durchbringen. Cato natürlich ist dagegen, denn er will ja unbedingt Caesar anklagen und als alten Feind besiegen. Jetzt ist die entscheidende Frage, Volk und Senat sind gespalten in Caesar-Anhänger und Pompeianer und Senatsanhänger. Was macht Pompeius? Wird er Caesar unterstützen in seinem Ansinnen, sozusagen auf einem Schleichweg die weitere Immunität zu erlangen, oder wird er Cato unterstützen und Caesar dazu zwingen, sein Amt ordnungsgemäß abzugeben, dass er danach angeklagt wird? Im Jahr 51 vor Christus ist es dann soweit, Pompeius hat sich entschieden, Pompeius sagt, Caesar muss sein Amt vorher abgeben, bevor er sich in Rom neuen Wahlen stellen kann. Das würde natürlich Cato die Zeit lassen, Caesar anzuklagen und in einer Weise anzuklagen, sodass er das neue Amt als Konsul nie antreten wird und dann eben der Prozess ihm gemacht werden könnte. So schleppt sich die Interessenlage hin und her bis ins Jahr 49 zu Beginn. Caesar sagt nun, okay, wir haben eine Pattsituation, was sollen wir tun? Caesar schlägt vor, Pompeius gibt seine Armee ab und Caesar gibt seine Armee ab, sodass praktisch beide mit bloßen Händen aufeinandertreffen und sich der Entscheidung des Volkes und des Senates stellen. Caesar steht hier oben bei Ravenna in Norditalien mit seinen Legionen. Und Pompeius hat halt seine Truppen, die er da ausgehoben hat, aus seinen alten Veteranen, die hat er bei Rom stehen. Der Senat nun sagt, wir lehnen den Vorschlag von Caesar ab und gibt dem Caesar einen Termin vor, an dem er in Rom zu erscheinen hat, unter vorheriger Aufgabe seines Beamtenstatuses, seines Mandates, seiner als Prokonsul. Nun hat natürlich Caesar den alten Trick, macht er wieder. Er hat nämlich natürlich auch Parteigänger, also Anhänger in Rom selber. Ist klar, jeder mächtige Mann hat seine Leute in Rom. Und zwar, und nun kommt das richtige Bild, Antonius. Antonius ist ein alter Befehlskollege, ein alter Offizier von Caesar. Und der hat in Rom sozusagen für ihn die Stellung gehalten. Und Antonius sagt nun, er ist inzwischen Volkstribun geworden, ich lege mein Veto ein gegen das Gesetz des Senates, dass Caesar sein Amt abzugeben hat, bevor er nach Rom kommt und sich zur Neuwahl als Konsul stellt. Alter Gegensatz ist wieder aufgebrochen. Caesar nutzt sozusagen das Volk in Form des Volkstribuns, um einen Beschluss des Senats aufzuheben oder nichtig zu machen. Also wieder der alte Trick von Caesar, und der funktioniert allerdings nicht, denn am dem Volkstribun Veto wird wiederum die Gefolgschaft vom Senat verweigert.
das erfährt Caesar. Und Caesar steht jetzt hier am südlichen Rand der Alpen und sagt, was tue ich jetzt? Wenn ich jetzt zurückkehre nach Rom, werde ich angeklagt, in die Verbannung geschickt oder Schlimmeres, allem meine Macht wird zerstört werden. Was macht er? Am 10. Januar 49 schickt er seine Truppen los, nach Rom zu marschieren. Und am 11. Januar holt er sie ein am Fluss Rubikon. Und das sagt vielleicht dem einen oder anderen etwas, denn am Fluss Rubikon soll Caesar gesagt haben, als er ihn überschreitet und gesetzeswidrigerweise mit seinen Truppen Richtung Rom marschiert, die Würfel sind geworfen. Das heißt also, Caesar hat sich entschieden und hat gesagt, ich muss jetzt den Bürgerkrieg machen, ich habe gar keine andere Wahl, ich marschiere los, das Spiel beginnt, die Würfel sind geworfen. So, jetzt passiert, Caesar marschiert also nach Richtung Rom und was macht Pompeius? Er macht jetzt hier einen strategischen Fehler, militärisch vielleicht richtig, weil seine Legionen nicht so stark sind wie die kampferprobten gallischen Legionen von Caesar. Er setzt über die Adria und nimmt den Großteil der Senatsmitglieder nimmt er mit. Der Senat hat natürlich Angst vor Caesar und will sich retten. Und sie versuchen sozusagen, das alte Rom mit über die Adria zu nehmen. Nun ist es natürlich aber so, dass in Rom, wie soll ich sagen, die Örtlichkeit Rom eigentlich das Machtzentrum ist. Man kann die Personen nicht verpflanzen und sagen, das ist das neue Rom oder das ist die neue Macht. Das funktioniert nicht. Das war also insofern ein strategischer Fehler von Pompeius. Also, Pompeius sitzt hier an der Adria und aus dem Osten, er ist ja schließlich der Eroberer des Ostens, deswegen ist er so ruhmreich, fließen ihm von den abhängigen Königtümern Soldaten zu. Also hier aus dem Osten kommen die Soldaten und bauen da eine große Armee auf. Caesar ist jetzt erstmal in Rom, hat seine Macht gefestigt, bei den Leuten, den Senatoren, die in Rom noch verblieben sind und bei seinen Anhängern. Er geht jetzt erstmal nach Spanien und besiegt da die letzten Pompeianer. Wir erinnern uns, Pompeius hat ja das Mandat für Spanien, da sind auch dann seine Anhänger, seine Offiziere. Die schlägt Caesar im Sommer 49 vor Christus, schlägt er die und kehrt dann wieder zurück, nachdem er sozusagen in seinem Rücken seine Feinde besiegt hat. Im Frühjahr 48 setzt dann Caesar zum entscheidenden Schlag ein und setzt über die Adria. Und bei der Adria liegen sich nun beide Heere, hier Pompeius mit einem Haufen Senatoren im Schlepptau und Caesar mit seinen Legionen stehen sich gegenüber. Es ist da ein gewisses Patt, eine Machtgleichheit. Die Legionen, die sind gleich stark. Pompeius macht einen strategischen Zug und geht in Richtung Osten, Richtung Nordgriechenland. Julius Caesar folgt und dann gibt es eine Schlacht bei Pharsalos in Nordgriechenland. Dort siegt Caesar über die Pompeianer. Hintergrund ist, Pompeius wollte eigentlich nicht kämpfen, sondern Caesar eigentlich aushungern, weil er kriegte ja, Pompeius, aus dem Osten immer laufend Nachschub von seinen Freunden und Helfern und Vasallenkönigen, während Caesar hier Schwierigkeiten hatte, sich zu versorgen, aber der Senat, die alten Senatsmitglieder, saßen ihm im Rücken und sagten, Pompeius, du musst jetzt angreifen, du musst ihn fertig machen, wir wollen hier endlich klare Verhältnisse. Das war ein strategischer Fehler und Pompeius wird geschlagen. Und damit endet sich so langsam die Geschichte. Pompeius flieht nach Ägypten. Hier ist, können wir einzeichnen, hier ist Alexandria. Pompeius flieht nach Ägypten, Cato, sein alter Widersacher, flieht nach Nordafrika, in den römischen Teil in Nordafrika. Caesar hier zeigt sich sehr milde. Das ist ein berühmtes Wort, Caesars Milde. Er begnadigt seine Gegner. Er nimmt sogar seinen Großneffen Marcus Brutus auf in seinen Stab. Brutus, eigentlich ein ehrenwerter Mann, der eben hin und her gerissen war zwischen Verfassungstreue, Senatstreue und Caesar-Anhängertum, hatte sich eben entschieden für die Partei des Pompeius, aber Caesar gewährt ihm eben Gnade. Und Marcus Brutus wird noch eine weitere Rolle spielen. Also Cato, der alte Feind von Caesar, sitzt in Nordafrika, Pompeius ist geflohen nach Ägypten.
Pompeius Schiff legt am 28. September 45 vor Christus an. Gesandte des Ptolemäus, so heißt der König von Ägypten, treffen ihn und es kommt zu einem Hinterhalt und Pompeius der Große, so wurde er auch damals genannt, Pompeius der Große, wird niedergemacht, sein Kopf wird abgeschlagen, die Leiche am Strand in der Nähe von Alexandria begraben. Man weiß heute nichts mehr über sein Grab. Es wurden wohl einige Steine aufgeschichtet und sein kopfloser Leichnam beerdigt, aber schon nach wenigen Jahren war nicht mehr kenntlich, wo Pompeius der Große, der Herr des Ostens, der König über den gesamten östlichen Teil von damaligem Europa, nichts anderes als eine verwesende Leiche im Sand von Ägypten. Gut, also der hier ist auch aus dem Spiel. Weiter geht's. Was macht nun Cäsar? Cäsar natürlich sofort sich auf die Socken gemacht, ihn in Pompeius in Ägypten zu verfolgen. Cäsar legt in Ägypten an und jetzt kommt eine Frau ins Spiel. Ägypten war die Kornkammer für Rom. Also Getreideschiffe fuhren regelmäßig nach Rom, weil Rom sich selber nicht ernähren konnte. Ägypten war aber so reich und so geheimnisvoll und so interessant und so verführerisch, dass Rom sich nie dazu aufraffen konnte, einen Prokonsul nach Ägypten zu schicken, weil sie einfach Angst davor hatten, dass der Prokonsul in Rom zu mächtig wird und die Macht in Rom ergreift. Deswegen wurde Ägypten, obwohl es militärisch völlig da niederlag, immer belassen, wie es ist. Hauptsache, die Getreidelieferungen nach Rom setzten nicht aus. Also der Ptolemäus, der also Pompeius umgebracht hatte, bringt nun nach der Landung von Cäsar in Alexandria, bringt ihm den abgeschlagenen Kopf des Pompeius. Und Cäsar, obwohl er sich sicherlich gefreut hat, dass er endlich sein Widersacher los ist, soll geweint haben beim Anblick des Kopfes von Pompeius. In Ägypten nun, an Alexandria, herrscht auch Bürgerkrieg, und zwar zwischen Ptolemäus und Kleopatra. Dieses waren Brüder und Schwestern. Es war üblich, oder sagen wir so, eine Frage muss man natürlich vorerst stellen, warum eigentlich herrschen Griechen in Ägypten? Ist doch sehr seltsam. Man denkt ja immer an die Pharaonen und ägyptische Pharaonen, Ramses und wie sie alle heißen. Warum ist da jetzt ein Ptolemäus und eine Kleopatra mit griechischen Namen? Dazu werden wir aber hoffentlich auch noch irgendwann im Verlauf unserer Geschichte mal dazukommen. Jedenfalls herrscht Bürgerkrieg zwischen den beiden Geschwistern und Kleopatra lässt, um die Gunst Cäsars zu gewinnen, sich in einen Teppich einwickeln, um sich in den Palast schmuggeln zu lassen. Der Teppich wird ausgerollt. Kleopatra präsentiert sich Cäsar und versucht ihn natürlich zu bewegen, ihre Sache zu unterstützen gegen ihren Bruder. Und wie es kommen muss, der alte Cäsar landet noch am gleichen Abend wohl in der Kiste mit Kleopatra, der siebten Philopator. Das ist eine äußerst interessante Frau. Es gibt meines Wissens keine Büsten aus der Zeit von ihr. Hier ist so ein Bild, das, ich glaube, im 19. Jahrhundert gemalt wurde. So stellte man sich Kleopatra vor. Ich finde es ein sehr interessantes Bild. Es zeigt sie nachträglich, aber die Hand in die Hüfte gestemmt, den Arm auf einen Löwenkopf gelegt, also eine machtbewusste, schlaue, sehr tapfere und mutige Frau. Gut. Jedenfalls, Cäsar sitzt in seinem Palast, vergnügt sich mit Kleopatra. Kleopatra bringt Cäsar natürlich sofort dazu, anzuerkennen, dass Kleopatra nun die eigentliche Herrscherin ist, der Ptolemäus. Ihr Bruder versinkt glücklicherweise im Nil mit seiner schweren Rüstung, also alle happy. Und der Bürgerkrieg ist beendet, es brennt noch zwischendurch in Alexandria die berühmte Bibliothek nieder in dieser Zeit. Das soll wohl ein äußerst schwerer Verlust sein, weil viele Schriften und Zeugnisse aus vergangener Zeit dort gelagert wurden. Jedenfalls brennt sie nieder.
Nun ist es natürlich so, Caesar vergnügt sich hier mit Kleopatra, die machen eine Flussfahrt auf den Nil, während überall die Hütte brennt in Rom. Im Osten, wie immer, der Aufstand, der Sohn von Mithridates macht einen Aufstand. Hier brennt also die Luft. Die Leute sind unzufrieden in Rom mit der Herrschaft des Antonius, der sozusagen als Repräsentant von Caesar in Rom die Ordnung aufrechterhalten soll. Cato ist immer noch in Nordafrika, in der Kolonie von Rom. Also, und Caesar hat in der Zeit nichts anderes vor, als 2 Monate da müßig in Ägypten, das geheimnisvolle Ägypten zu erkunden und die Freuden zu genießen. Jedenfalls ist es so, dass tatsächlich Kleopatra auch schwanger wird von Caesar. Also ist hier schon eine Allianz zwischen Ägypten und Rom geschmiedet. Jedenfalls nach 2 Monaten, nachdem er das süße Leben in Ägypten genossen hat, ergreift Caesar wieder die Initiative. 46 und 47 vor Christus zieht er nach Osten wieder Richtung Pontus, unterhalb des Schwarzen Meers, in das Königreich des Pharnakus und besiegt ihn dort. Dann macht er sich auf den Weg in Richtung Nordafrika, besiegt Cato. Cato stürzt sich dann, bringt sich um, ich weiß nicht genau wie, jedenfalls nachdem er die Schlacht verloren hat, entleibt sich Cato. Und Caesar bekommt nun vom Senat, dort herrscht ja immer noch Antonius, oder ist Antonius der Parteigänger von Caesar, der Senat bietet ihm an, die Diktatur für 10 Jahre, das ist natürlich unerhört. Diktatur, wir erinnern uns, war eigentlich nur für absolute Notfälle gedacht. Und wenn jetzt der Senat, in dem Sinne eigentlich ein Rumpfsenat, ein williger, willfähriger Senat von Caesars Gnaden, die 10-jährige Diktatur Caesar anträgt, dann ist es sozusagen wie die Selbstenthauptung einer Republik. Ende 46 kommt Caesar nach Rom dann zurück, hält Einzug, erhält 4 Triumphzüge, klar, einmal für Gallien hat er erobert, er hatte sogar interessanterweise einen Teil von England sogar auch noch erobert, hat er aber nicht gehalten und die haben sich wieder da zurückgezogen. Jedenfalls 4 Triumphzüge kriegt er in Rom, einen für Gallien, einen für Ägypten, einen für Asien, mit Asien ist hier der Bereich gemeint, also die heutige Türkei und Afrika, sowie hält er Einzug mit Kleopatra und ihrem gemeinsamen Sohn Caesarion, wie sie ihn genannt haben. Das ist also Ende 46. Was wird Caesar nun tun? Caesar ist praktisch jetzt hat die unbestrittene Macht in Rom. Alle seine Feinde sind eigentlich vernichtet. Und was wird er tun? Wird er die Verfassung wieder in Kraft setzen, wie damals Sulla, der einfach eines Tages gesagt hat, so, ich gebe alle Rechte und alle Machtbefugnisse zurück und werde wieder normaler Senator oder Bürger? Wird sowas Caesar auch tun? In Rom zerreißt man sich natürlich das Maul über Caesar. Ich meine, Caesar als Angehöriger eines alten Adelsgeschlechtes vergnügt sich hier mit Kleopatra, einer obskuren und aus römischer Sicht verrotteten Herrscherhaus aus einem geheimnisvollen und seltsamen Ägypten. Das ist natürlich überhaupt nicht nach dem Sinn der Römer. Caesar jedenfalls kümmert es wenig, der sagt, ich habe hier noch eine Rechnung zu begleichen. Damals haben die Parther ja Crassus besiegt und haben uns ungeheure Verluste zugefügt. Ich will nach Osten ziehen mit meinen Legionen und will die Scharte auswetzen, die die Parther mit ihren Reiterarmeen uns Rom beigefügt haben. Zudem, der willfährige Senat ernennt ihn auch noch zum Divus Julius, das heißt göttlicher Julius. Also so langsam läuft die ganze Chose immer mehr auf ein Königtum von Caesar zu. Caesar fängt zum Beispiel auch an, rote Stiefel zu tragen. Rot war die alte Königsfarbe. Wir erinnern uns, die Könige wurden ja gerade davongetrieben und der Senat und das Volk von Rom haben sich ja gerade die Republik gegeben
um dass nie wieder ein König über Rom herrscht. Da merkt selbst Cäsar, dass er zu weit gegangen ist, und sein alter Kumpel Antonius bietet ihm verabredeterweise die Krone von Rom an, die dann Cäsar heuchlerisch ablehnt, öffentlich ablehnt und sagt, ich will die Krone nicht. Das war sozusagen ein Propagandaschritt. Jedenfalls am 18. März 44 soll die Abreise in den Osten sein. Alles bereitet sich darauf vor, die letzte Senatssitzung findet statt. Am 15. ist die Senatssitzung anberaumt und Cäsar lässt sich mit seiner Sänfte in das Senatsgebäude bzw. in den Versammlungsraum tragen. Seine Frau sagt ihm vorher noch, das wird böse enden, ebenso ein Wahrsager. Die Iden des März sind hier das Stichwort, muss man sich aber nicht merken. Jedenfalls, Cäsar betritt die Versammlungshalle und 60 Senatoren versammeln sich um ihn. Und diese 60 Senatoren haben Messer dabei und stechen auf ihn ein. Unter diesen Senatoren ist dann auch Brutus, der Großneffe von Cäsar. Und die Sage geht, dass Cäsar, während er blutüberströmt unter den Messerstichen zusammen, bricht, dass er noch ausruft, auch du, mein Sohn, der Brutus, dem er damals nach der Schlacht so entgegengekommen und so milde gegenüber gezeigt hat. Also, Cäsar tot liegt in seinem Blut. Die Republik ist gerettet, aber was ist es für eine Republik? Sie ist eigentlich mit Füßen getreten worden, mit willfährigen Senatoren besetzt worden und es ist eigentlich nur noch der Schatten der alten, ehrwürdigen Verfassung und der Institution. Und der Rest, nur als kleine Vorschau, ist eigentlich relativ kurz erzählt. Das Testament von Julius Cäsar wird eröffnet und es stellt sich raus, dass Julius Cäsar als Erben Octavian benannt hat. Gaius Octavius ist ein Großneffe, der ist im Augenblick im Osten und er erfährt davon, dass er nun der Erbe von Cäsar ist. Und er eilt sofort zurück nach Rom und will das Erbe Cäsar tot, müssen wir auch beiseite tun. Er eilt nach Rom, um sein Erbe anzutreten und Macht unter den alten Cäsar-Anhängern für sich in Anspruch zu nehmen. Dieser Gaius Julius Caesar Octavianus, wie er dann heißt, ist niemand anderes als der spätere Augustus. Augustus ist eigentlich der erste Kaiser Rom und damit wissen wir schon ungefähr, wie die Geschichte dann ausgeht. Das Ende der Republik, so zerfleddert, wie sie nach dem Tod Caesars noch aufrechterhalten wurde, geht damit endgültig zu Ende. Und nun ist natürlich die Frage, wie geht es jetzt ganz konkret weiter? Immerhin ist noch der Caesar-Anhänger Antonius in Rom. Kleopatra ist mit ihrem Sohn in Rom. Es gibt gleichzeitig einen Erben, der aus dem Osten kommt, Augustus. Und natürlich Brutus, der Mörder Caesars, ist ebenfalls noch in Rom und versucht, die alte Verfassung wieder herzustellen. Und das ist dann allerdings auch wieder eine Geschichte, die in einer anderen Session zu erzählen ist. Jedenfalls ist das sozusagen das Ende der römischen Republik eingeläutet durch Cäsar. Mächtige Männer teilen sich die Macht unter sich auf und zerfleddern die Institutionen. Und was wir jetzt im Grunde genommen uns eigentlich merken müssen für diesen Bereich, ich versuche das jetzt hier mal einzutragen, ist, dass wir einfach nur wissen, Julius Cäsar, das werde ich dann später nochmal eintragen, Julius Cäsar, Triumvirat, Crassus und Pompeius und wenn man Lust hat noch Lucullus, haben hier zum Ende der Römischen Republik beigetragen, eine Republik, die 500 Jahre bestanden hat und für die man 1000 Jahre braucht, um was Ähnliches wieder in der Menschheitsgeschichte, zumindest in der europäischen Menschheitsgeschichte, wieder zu errichten. Also insofern ist das ein meines Erachtens bemerkenswerter Vorgang und wenn man sich einfach nur behält, wer die drei handelnden Personen war, was ein Triumvirat ist und in etwa so weiß, welche geografischen Ausmaße Rom zu der Zeit hatte, kurz vor Christi Geburt, dann hat man schon eine Menge Intus und kann sagen, dass man
grob Bescheid weiß über die Römische Republik und ihr Ende. Gut. Wie viele Minuten? 40. Oh. Ach du Scheiße. Wir halten alle schon die Luft an.